Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Wir sind zurück bei Vikings Wolves of Midgard. Kämpfen uns durch das heiße, wie heißt das, Belheim? Ballheim, Entschuldigung. Haben jetzt hier unten, glaube ich, alles mehr oder weniger erforscht, bis auf diesen einen Gang, an dem wir nicht weiterkamen, weil da irgendwie so ein Vier-Knopf-Rätsel-Verschluss-Gedöns war. Vielleicht gehört es zur Story, vielleicht müssen wir da so oder so hin. Mal schauen. Okay, ein heißer Typ kommt, mal wieder. So. Okay, jetzt sind sie schon zu dritt. Und wir immer noch alleine. Schweinerei hier. Komm, Hundchen. Oh! Ah, okay, das ist ein Schild, den brauchen wir nicht unbedingt. Nichts vergessen hier. Wir suchen ja immer noch nach Schmiedewerkzeugen. Hm, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Und das ist ja dann bestimmt auch das, was wir für unseren Schmied brauchen. Logischerweise, Schmiedewerkzeug. Damit wir dann den Schmied aufstufen können. Und damit dann auch den Rüstungsbauer. Ne, würde ich doch so... Okay, das ist jetzt, glaube ich... Ich glaube, das sollten wir nicht machen, weil wir schwitzen jetzt schon. Ich glaube, wir sollten erstmal nochmal schnell zurückgehen und ein bisschen abkühlen. Wahrscheinlich ist es wieder so, dass da oben direkt so ein Kühlspot war, aber sicher ist mir sicher. Und dafür nehme ich lieber sogar ein bisschen den Laufweg in Anspruch. War doch jetzt auch ganz kurz und schmerzlos. Und da ist er uns sogar ein Stück entgegengekommen. Sehr schön. So, zack. Genau. Na, wir haben es ihnen ja angeboten, ne? Also von wegen mit Allianz. Selbst dran schuld, wenn sie das nicht in Anspruch nehmen. Ganz ehrlich. Was soll man da auch noch sagen? So, das hier kann man ja auch putt machen, ne? Ja, ein bisschen Eisen. Da kommt der nächste Save Point. Ich sehe ihn schon. Das kann man nicht kaputt machen. Da ist der nächste Save Point. Und eine Kiste, die auch schon sehr unscheinbar ist. So, okay. Blub, blub, blub. So, und dann geht es hier noch weiter. Meine Güte, ist doch... Ja, man hat es auch gemerkt, ne? Also die Welten, die Dungeons, wie auch immer, die sind halt einfach viel weitläufiger als noch am Anfang. Oha. Also, ja, wie noch zu Anfang. Ganz kurz hier. Ah, okay. So. Ja, der hier hält halt echt viel aus. Also kann man nicht anders sagen. Der hier hält echt eine ganze Menge aus. Aber ist kein Problem. Ist alles kein Problem. Oh, wenn man denn ausweichen würde. Hallo, jetzt bin ich irgendwie gerade ein bisschen aus dem Flow raus. Okay, komm, komm. Na, jetzt läuft er wieder. Jetzt haben wir ihn. Nicht? Jetzt aber, oder? Ja. Während er ausgeholt hat, haben wir ihn einfach von den Beinen geholt. Sehr gut. Sehr gut. Hier haben wir noch Dingensbummens Heilung. Brauchen wir aktuell nicht. Oh, wie der Hammer hier steht. Okay. Na, gehen wir halt hier in der Seite lang. Ah, Hebel. Und Tor. Gab's da noch woanders einen Hebel? Der macht jetzt vorne auf, oder was? Weder noch, okay. Gibt's hier irgendwie einen Trick? Ja, wir werden sehen. Wir werden das schon irgendwie rauskriegen. War jetzt auch total schwer. Naja, gut. Ich will mich nicht beklagen. Save Point.
Okay, hier ist wieder Action. Okay, ja. Meine Güte, ja, doch, hier war jetzt gerade ein bisschen sehr viel Action. Huch, falsche Taste. Komm, komm, du kleines Ding. So, solange es wieder ein bisschen übersichtlicher ist, ist das alles kein Problem. Gar kein Thema. Das war weg. Da oben warten noch ein paar Hundis auf uns. Okay, der Große, den können wir auch schön solo hier erledigen. Ja, das ist natürlich auch geil, ne? Ein eiskaltes Bier irgendwie schön in der, ja, gefühlt in der Hölle. So, ist hier oben nochmal was zum Abkühlen? Das wäre ja ein Traum. Ich finde den Weg, ja, okay. Ah, da oben, okay. Schnell hoch da. Da ist noch was Starkes. So, okay. So, gut. Ja, die Kleinen haben jetzt dann doch ganz schön reingehauen. Die dann halt einfach so nebenbei ist auch schwierig. Na, was heißt schwierig? Aber ich hab's schlecht gesehen. Aber gut, ich hätte trotzdem so oder so hätte ich den, den Damage wahrscheinlich kassiert. Oh. Meine Güte, braucht der lange, bis der fällt. Aber gut, das ist ein Elite-Feuerriese, ja? Das darf, da darf man auch schon mal den einen oder anderen Moment brauchen. So, komm. Komm, gehst du jetzt, fällst du jetzt endlich mal hin? Ja, lieber immer mehr rollen. Auf der anderen Seite, man muss es positiv sehen, man kann sich an den Dingern relativ gut hochheilen. Okay, wir sollen also einen... Da ist nochmal... Oh, sehr schön. Wir sollen also einen Hebel finden, der uns dadurch... Genau, lässt. Ja... Soweit so gut. Jetzt fehlen uns noch Feuerriesen. Ah, müssten wir dafür jetzt zurück? Lava-Troll, okay. Ich glaube, ganz am Anfang standen vielleicht noch 1-2 Trolle rum, ne? Oder Riesen, nicht Trolle. Die wir hätten vielleicht so noch kriegen können. Ah, sieht mal hier, da ist so ein Symbol. Oh, die, die haben wir mitgenommen, okay. Gibt es jetzt hier irgendwo... Da ist der Boss. Okay. Ach Leute, aber ganz ehrlich, eigentlich will ich nicht den ganzen Dungeon nochmal abgehen und nach ein paar Trollen suchen. Ich gucke mal hier oben die Plattform nochmal ab, ob wir vielleicht noch so einen Troll-Totem finden. Oh, meine Nase killert. Ich glaube, ich muss mal kurz... Ah, ne? Okay. Ich wollte gerade sagen, mal kurz auf stumm schalten, aber aktuell geht's. Da ist noch einer. Die habe ich ja völlig übersehen. Okay, dann jetzt schnell. Ich glaub, ich werd bei lebendigem Leiden getaucht. Und los, und schnell. Wir sind gerade richtig gepimpt. Seltsam, oh. Das ist für gewöhnlich der Zeitpunkt, an dem die schweren Jungs raus zum Spielen kommen. Oh oh. Ich dachte, wir sollten hier gegen etwas Gefährliches antreten. Und da ist es. Da drüben. Das da? Das ist doch witzig. Wo bleibt da die Herausforderung? Es hat den Wächter getötet. Pass besser auf dich auf. Okay. So, bleiben wir erstmal kurz hier stehen. Okay. Ja, das ist ja im Endeffekt genau dasselbe wie zuvor mit den Frostriesen, ne? Ach, ich sollte... Wenn ich hier rumlaufe, sollte ich nicht auf Shift gedrückt halten. Komm, komm. Mal gucken, ob ich die hier auf Anhieb schaffe. Wäre ja cool.
wäre tatsächlich cool. Ja, komm schon. Oh, das sollte mir nicht zu oft passieren. Komm schon. Ah, der Große braucht halt aber auch lange. Boah. Okay. Ich sollte auch ein bisschen auf... Hallo? Ein bisschen mit der Hitze aufpassen, tatsächlich. Ja, komm schon. Da oben sieht man ja so einfach mal null, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Und tschüss. Hallo? Sorry, falls ich euch ins Ohr geschrien habe. Alter, er rollt aber auch komisch. Ich weiß gar nicht, wo der hinrollt teilweise. Super. Okay. Ja, komm schon. Ich sehe nichts. Okay, ganz easy. Komm. Er rollt echt merkwürdig. Okay, boah, shit, jetzt haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem. Nein. Okay. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen sachter mit der Heilung umgehen sollen. Wieso kriege ich den jetzt aber auch nicht down? Der war doch quasi tot. Der war doch quasi tot. Oh. Der hat Heilung wieder vollgekriegt. Das Problem hatten wir ja vorhin bei dem anderen auch schon. Okay. Nein. Ein bisschen Heilung wäre nett. Weg, weg! Und weg, ja, okay. Komm schon. Ja, wieder hochheilen. Wieder hochheilen. Komm, komm, komm. Ich will nichts provozieren. Nein, nein, komm, komm. Okay, müssen wir kurz weg. Weil das da ist doof. So, okay, runter, 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 runter und weg.
greif ihn doch aber auch an, ey. Oh, komm, 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 komm. Ja. Wow. Hui. Leute. Mein lieber Gott. Okay, sehr gut. Wir haben es doch geschafft. Ich wollte jetzt aber auch nicht weg von ihm. Wir waren jetzt gerade so nah dran. Ich dachte, okay, da sind die ganze Zeit diese blöden Bomben. Egal, wir schaffen das. Und schaut mal, wir haben eine neue Farbe Runen. Ich dachte, Lilan sind die letzten. So kann man sich irren. So kann man sich irren. Sehr schön. Ach, da oben geht's weiter. Kann ich da unten nochmal... Brauche ich eigentlich nicht. Ich wollte nochmal Heilung holen. Kontrollpunkt erreicht. Gibt es hier noch irgendwas anderes, was wir holen können? Nein. So einen letzten Trolltotem oder so. Gab es das hier schon die ganze Zeit? Hier unten auch? Bestimmt. Ich bin bloß nicht bis runter gelatscht. Warum auch? Warum sollte man sich das Gebiet, in dem man kämpft, auch genauer anschauen? Bündnis in Flammen. Mhm. Ich hätte wohl besser wissen müssen, dass man nicht den Kriegswolf ausziehen lässt, um Diplomatie walten zu lassen. Grimnir hatte nun alle Riesen auf seiner Seite. Eine noch nie dagewesene Allianz, eine unaufhaltsame Macht. Selbst mit einem von Sindris Hämmern in ihrem Besitz. Welche Hoffnung besteht jetzt noch für die Wölfe Midgards? Ach, wir machen das. Das wird schon... Oder? Bestimmt. Ein paar Riesen, die haben wir doch jetzt ganz easy, mehr oder weniger, gelegt. Ach, bin da zuversichtlich. Nein, das kann nicht sein. Als ob unser Glück nicht schon genug auf die Probe gestellt wurde. Nun hat das Schicksal sein finales Banner enthüllt. Seherin, was erschaut ihr? Die Bischöfe Romanans beharren auf ihren Wunsch, Albion sowie die Wikinger-Clans unter imperiale Regentschaft zu zwingen. Der Bischof des Himmels belagert das Kastell bei Kerlion mit seinen verbliebenen Truppen. Leider ist dies nicht unsere einzige Sorge. Meine Mutter teilte mir mit, dass die Dwerge auf dem Vormarsch seien. Sie befinden sich ebenfalls auf dem Wege nach Albion. Wird Grindel uns in der Schlacht gegen Simul und ihre Verbündeten zur Seite stehen? Sie hat nicht viel übrig für ihre Nachbarn, die Etin. Sie wird mich warnen, wenn sich ein Portal aus Dwergheim öffnet. Eine Warnung, so wird mir das Verschonen ihres Lebens also gedankt? Also ist die mächtige Trollhexe nun eine Alarmglocke? Warnen, damit ich losgehen und wieder all die Arbeit machen kann? Das mit der Alarmglocke finde ich gut. Die mächtige Grindel wurde also somit zur schlichten Alarmglocke. Hey, ihr redet da von meiner Mutter. Vorsicht, Halbtroll. Ich bin immer noch euer Häuptling. Zügle deine Wut, Kind. Nutze deinen Zorn für die bevorstehende Schlacht. Mirtin wird seine Magie gegen die Dwerger aufwenden, wenn sie kommen. Aber er wird eure Hilfe brauchen, wollt ihr siegreich sein. Also nur noch einmal zum Verständnis. Ich muss gegen eine imperiale Legion, einen weiteren verrückten Bischof, Simuls Etin-Horde und einer Garnison ihrer Dwerger antreten? Die Krieger Albions nennen euch den Bezwinger der Riesen. Und sie sagen, es wurde prophezeit, dass ihr ihnen die Rettung bringt. Ich für meinen Teil glaube fest daran. Ihr müsst den Sieg erlangen, denn erlangt ihr ihn nicht, bedeutet es das Ende aller Welten. Ragnarök wird kommen und selbst die Götter werden nicht mehr sicher sein. Mhm, okay, okay. Das ist ja... Okay, Kapitel 11. Oh. Kann ich das angreifen? Nee, okay. Ach so, hast du jetzt erst... Imperialer Anker. Ach, okay. Dann heißt, hier fehlt noch ein bisschen was. Bischofsmütze. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Wie cool. Das ist mir allerdings sehr spät aufgefallen, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier hängt noch mehr Zeug rum. Ach, okay. Aber cool. Jetzt haben wir hier...
Garms Halsband. Mhm, cool. Das ist ja nice. So. Wir werden dann... Machen wir das hier? Ah, hier. Gewöhnlicher Gegenstand. Questgegenstand. Ah, okay, okay. Ja, liebe Leute, ich glaube, das Aussortieren und Machen und Tun machen wir in der nächsten Folge, weil die Folge geht jetzt, glaube ich, tatsächlich schon lang genug. Ich habe echt nicht drauf geachtet, wie lange, aber ich glaube, sie geht schon lang genug, weil die Folge war, glaube ich, schon vorbei. Da waren wir noch mitten im Kampf. Glaube ich. Ja. Egal wie, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Jetzt spitzt sich das langsam alles ein kleines bisschen zu, möchte ich sagen. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und, ja, jetzt geht es darum, Arturos zu helfen. Ja, also, schaltet wieder ein. Bis zur nächsten Folge, euer Showtime. Tschüss.